und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Video. La Liga Tots steht an und wir haben uns hier Lewandowski direkt mal vorne hingeholt. Der Chat hat gesagt, ich soll lieber ein bisschen warten, dann wird er ein bisschen günstiger. Ich wollte natürlich wieder nicht hören und habe ihn für 1,3 geholt. Er ist gedroppt, er ist mittlerweile auf 1,2. Ist aber nicht so schlimm. Wir werden ihn jetzt in der Weekend League aussetzen. Er hat 5 Sterne Weak Foot, 99 Schuss, Dribbling ist on point. Er ist lengthy, hat eine gute, ja, Physis, Ausdauer könnte ein bisschen mehr sein. Tempo ist okay, haben wir nochmal geboostet mit Anchor. Also wirklich sehr vielversprechend. Und ich möchte in diesem Video auch so einen kleinen Vergleich machen. Wir haben hier einen Stürmer für 1,2 Millionen und wir haben hier einen Stürmer für 100 bis 200k mit Kane. Und ihr wisst, was ich von Kane halte. Ich habe da ein Video hochgeladen. Wenn es nicht gesehen hat, bitte angucken. Und das wird sozusagen im Doppelsturm der direkte Vergleich. Tut ein 100k Stürmer das gleiche wie ein 1 Millionen oder 1,2 Millionen Stürmer. Und das wollen wir uns auf jeden Fall angucken. Zudem haben wir uns noch Mourinho geholt, 5 Sterne Weak Foot, sieht auch sehr, sehr geil aus, mit Anchor auf Lengthy gekommen, gute Werte in der Defensive, gute Dribbling-Werte, Passwerte sind super, 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 super. Weiter haben wir hier noch den Garcia in der Innenverteidigung, sieht auch nicht schlecht aus. Doch ja, Kim J, ganz... Oh, Abraham. Hat Abraham sein Upgrade schon bekommen? Mal gucken. Oh, den musst du mal reinmachen. Bekomme ich noch ein bisschen Zeit von dir. Oh! Robert! Robert auf Harald! So lobe ich mir das. Das ist ein Träumchen gewesen. Geil. Geil. Na komm doch mal hier, du Süßi. Komm mal her, du Süßi. Mourinho. Brachial. Brachial. Probieren wir mal was. Warte. Ui. Saftig. Das ist wirklich eine schwierige Entscheidung, mich da zwischen Harald und Robert zu entscheiden. Das ist nicht ganz einfach. Ah ja, ne? Eligella-Anhänger haben wir hier, ne? Gucken wir mal, was der Eligella-Anhänger hier kann. Der pustet mich gleich hier weg mit seiner Witterweight-Macht. Let's go!
Eine Pulle, oh Gott, oh Gott, oh, eine Pulle Vita-Rate, oh Gott, ey, das tut mir leid. Es tut mir leid, N97, Buddy. Es tut mir leid. Oh, was ein Dribbling. Was ein Dribbling von Robert. Was ein Dribbling von Robert. Nice. I like. Ah, gut gemacht. Gut gemacht. Gut gemacht. Gut so von Garcia. Die überragend von, Harald. Harald. Harald auf Robert. Robert ins Tor. Wunderschön. Wunderschön. Nee, das soll, oh Gott. Ja, das Garcia kommt da mit dem Körper nicht hin. Das darf eigentlich nicht passieren. Aber ist halt auch ein Toti Benzema, den muss man auch dazu sagen. Eieieiei, Harald ist da. Sauber wie meine Unterhosen. Stark. Clean wie meine Shorts. I like that. GG's. Oh, mega geil, Ello. Mega, mega geil. Okay, das wird hart. Harald. Harald auf Robert. Robert. Robert, mach ihn doch. Robert. Eine männliche, tiefe, sexy Stimme, Steve. Moin. Boom, let's go. Nice one. Gut so, Garcia. I like that. Oh mein Gott. Courtois. Ich hab seinen Namen vergessen. Courtois, stark. Ne, lass dich nicht durch. Oh. Gut gemacht. Schlecht verteidigt von mir. Der kommt durch, der kommt durch. Levi. Schade. Oh Gott. Oh Gott, sorry, Mann. Das ist blöd. Sorry, ist halt so. Lieber er als ich. Ist halt so. Na Mann, ey. Yes! Robert auf Harald. Diesmal umgekehrt. Schön. Wichtig. Nein, mach's nicht. Yes, ich liebe dich, Ter Stegen, und deine neu angepflanzten Haare, die wunderschön aussehen. Puh. Abfahrt, kein Abseits. Ist kein Abseits. Ich bin der Geilste. Ey. Bernardo ist der beste Dribbler im Spiel. He is the best dribbler in the game. Links, let's go. Schönes Ding. Wobei, vielleicht... Oh, schönes Ding. Vielleicht Bundesliga, La Liga trotzdem noch mal einen Tick stärker. Oh. 90. Minute, Felix. 90. Minute. Felix, 90. Minute. Yes, ich kann's aber auch in der 91. Ich kann...
Nein. Haben jetzt 10 Spiele gemacht. Wir hatten den ultimativen Vergleich. Harald Kane vorne drin, der ungefähr 100.000 kostet. Und wir hatten Lewandowski, der 1,3 Millionen kostet. Des Weiteren hatten wir natürlich die anderen Totskarten aus der Liga. Und da will ich mal ein bisschen Feedback geben. Wir fangen mal einfach mal beim Torhüter an. Torhüter sind alle gut oder schlecht in dem Spiel. Am Ende des Tages ist der beste Torhüter Van der Sar immer noch. Ne? Das Ding hat einen guten Job gemacht, aber war jetzt nicht Van der Sar-Niveau. Also Van der Sar ist für mich das Nonplusultra. Deshalb, ja, ist okay, kann man machen, aber nichts Besonderes. Dieser Innenverteidiger hat mir gut gefallen. Die einzige Sache, die mich an Garcia ein bisschen stört, er hat zwar 94 Stärke, aber in Laufduellen lässt er sich ein bisschen abkochen. Wenn es ein 1 gegen 1 ist mit einem körperlich starken Stürmer, zum Beispiel Harald, also Harry Kane, dann lässt er sich leichter mal wegstuckern und wegschubsen wie andere Innenverteidiger. Das war das einzige Manko, was ich habe. Sonst von den Zweikämpfen, Geschwindigkeit, war das Ganze in Ordnung. Ist ein Low-Budget-Beast für mich. 40.000 kann man definitiv spielen. Gute Karte. Galan auf der Linksverteidigerposition hat mir überhaupt nicht gefallen. Da würde ich keine Weiterempfehlung geben. Der war teilweise zu langsam, teilweise unsauber in den Zweikämpfen. Offensiv ging da nicht wirklich viel. Also overall wirklich sehr, ja, sehr unpräsent, sage ich mal so. Merino könnt ihr euch vorstellen wie Thuram, Totzkarte von der Ligue 1. Also war top, da gibt es eine Top-Bewertung. Doppelt Daumen nach oben. Schnell, defensiv stark, ne, abfangen macht er gut. Beweglich genug, um auch mal ein Spiel aufzubauen. Nicht so wie Casemiro, also wie Casemiro, der dann doch ein bisschen hüftsteifer ist und nur die Defensivarbeit macht. Sondern Merino hat mir wirklich gut gefallen. Und da würde ich auch mal den Stempel draufhauen. Low-Budget-Beast. Sehr, sehr geile Sache. Könnt ihr euch holen und bedenkenlos spielen. Ja, einbauen in eure RTG oder was auch immer. Also der Vergleich Lewandowski mit Harald Kane. 100.000, 1,3 Millionen. Man muss schon sagen, dass man bei Lewandowski schon so ein Gefühl von der Seele hat. Ne? Also Harry Kane fühlt sich doch ein bisschen ja, NPC-lastiger an, obwohl er auch schon einen eigenen Typen hat. Aber Lewandowski, das spürst du auf dem Platz, das ist eine Karte, die ein bisschen gepusht wird. Also ist ein bisschen feiner beim Dribbling, ein bisschen feiner im Abschluss. Fühlt sich teilweise auch ein Tacken, ja, spritziger an, kostet aber auch dementsprechend eine Million mehr. Muss man eine Million mehr zahlen oder bekommt man mit Harry Kane dasselbe? Ich würde sagen, du bekommst mit Harry Kane fast dasselbe. Vielleicht ein bisschen unbeweglicher, ein bisschen schlechter im Dribbling, aber tempotechnisch, schießentechnisch, dribblingtechnisch ist das schon alles sehr, sehr nah beieinander. Deshalb, wenn ihr ein Barca-Fan seid, könnt ihr mit Lewandowski gehen. Wenn ihr sagt, nö, ich spare mir lieber die Münzen, holt euch Kane, der macht das genauso. Und zusätzlich ist der auf Lengthy, ohne dass man Anchor dazu geben muss. Also er kommt auf 99 Tempo. Das ist dann auch nochmal ein Vorteil. Gut, das wäre mein Feedback. Ich würde mir Lewandowski nicht holen, ich würde Kane holen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video mit neuen La Liga-Totspielern. Und haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.